Löse die quadratische Gleichung 3x² minus 5x minus 2 ist gleich 3x plus 2. Wir wollen das jetzt mal mit Hilfe des grafikfähigen Taschenrechners lösen, und zwar mit der Funktion tool poly2. Schauen wir uns erstmal an, wo die versteckt ist. Und zwar ist sie hier gelb überlegt, das heißt, wir müssen erst die gelbe Taste drücken, dann einfach einmal auf Math, dann gibt es hier die Auswahlsysteme poly und wir brauchen 2. Jetzt gibt der Taschenrechner schon vor, die Gleichung muss die Form haben ax² plus bx plus c ist gleich 0. Das ist nichts anderes als die allgemeine Form für quadratische Gleichungen. Und wenn wir jetzt, schreibe es hier nochmal auf, wenn wir jetzt diese Form mit unserer vorhandenen Gleichung vergleichen, sehen wir, hier steht ein ist gleich 0, das an dieser Stelle nicht gegeben ist. Also müssen wir unsere Gleichung hier erst noch umformen. Und zwar können wir minus 3x machen, erhalten wir 3x² minus 8x minus 2 ist gleich 2. Und dann schaffen wir noch die 2 hier auf die linke Seite, also mit minus 2. Daraus folgt 3x² minus 8x minus 4 ist gleich 0. Das ist genau die Form, die wir brauchen. Hier sehen wir es auch nochmal. Das a entspricht also der 3, da haben wir x², b ist die minus 8, x und c ist die minus 4, ist gleich 0. So, geben wir die Zahlen ein. Also für a gleich 3. Für b geben wir die minus 8 ein. Und für c die minus 4. Dann gehen wir auf Execute, wieder die gelbe Taste vorher drücken. Und dann gibt uns der grafikfähige Taschenrechner auch schon die Lösung aus, nämlich x1 ist 0,43 und x2 ist gleich minus 3,10. Wir runden immer auf 2 Dezimalen, bei der 7 wird aufgerundet, das heißt es gibt minus 3,10. Das müssen wir jetzt nur noch richtig aufschreiben. So, soweit haben wir noch per Hand gerechnet. Jetzt muss die Anweisung kommen, dass wir den Taschenrechner benutzen. Und zwar benutzen wir die Taste Tool, die Funktion poly2. Dass wir jetzt auf Execute gedrückt haben, brauchen wir nicht aufschreiben. Auch die Parameter a, b und c können wir aus der Gleichung hier oben auslesen. Die brauchen wir auch nicht extra nochmal aufschreiben. Also folgt daraus, x1 ist gleich, schauen wir nochmal nach, 0,43. Und für x2 erhalten wir minus 3,10. Und damit ist die quadratische Gleichung gelöst.